Wenn man einen Deutschen fragt, was er mit der Stadt Göttingen verbindet, fällt ihm vermutlich als erstes die Universität ein. Von den 120.000 Einwohnern der niedersächsischen Stadt sind nämlich 20% Studenten. Wenn man einen Franzosen nach Göttingen fragt, kommt etwas ganz anderes dabei heraus. Bien sûr, nous avons la Seine. Barbara. Interessant, die Franzosen kennen Göttingen also aus einem Lied. Die Geschichte beginnt, als die Sängerin Barbara, eine französische Ikone, noch kein Star ist. Das ist 1964. Und Barbara, die sich selbst auf dem Klavier begleitet, singt in einem Pariser Kabarett. Im Publikum sitzt oft ein junger Deutscher, Hans-Günther Klein, Leiter des Jungen Theaters in Göttingen. Eines Tages fasst er sich ein Herz und bittet Barbara um einen Auftritt in seiner Stadt. Doch der Zweite Weltkrieg ist noch nicht lange vorbei und Barbara, die in einer jüdischen Familie geboren ist, hat praktisch ihre Jugend damit verbracht, sich zu verstecken, um der Deportation zu entgehen. Ihre Antwort ist: Nein, ich will nicht in Deutschland singen. Am nächsten Tag entscheidet sie sich jedoch plötzlich anders, unter einer Bedingung: Sie möchte auf einem Konzertflügel spielen. Als Barbara bei ihrer Ankunft in Göttingen auf der Bühne ein riesiges Klavier entdeckt, weigert sie sich aufzutreten. Das hohe Klavier versperrt ihr die Sicht, sie will aber ihr Publikum sehen, sie braucht einen Flügel. Der junge Direktor hat ein Problem. Die Göttinger Klaviertransporter streiken nämlich gerade. Doch Barbara bleibt hart. Also schleppen ein paar Stunden später 10 Studenten einen schwarzen Flügel auf die Bühne, den sie bei der Mutter eines Kommilitonen ausgeliehen haben. Das Konzert beginnt mit 2 Stunden Verspätung und wird ein Riesenerfolg. Barbaras Vertrag wird um eine Woche verlängert. Am nächsten Tag besichtigt die Sängerin, die eigentlich überhaupt nichts von Deutschland sehen wollte, mit den Studenten die Stadt Göttingen und das ehemalige Wohnhaus der Brüder Grimm, den berühmten Märchensammlern. Sie ist angenehm überrascht von der hübschen Stadt, von den Französischkenntnissen ihrer Gastgeber, von deren Herzlichkeit. Am vorletzten Tag des Gastspiels verfasst sie schließlich in einem kleinen Garten neben dem Theater Göttingen. Es ist eine Danksagung, eine Liebeserklärung an die Stadt und ihre Einwohner, ein Manifest gegen den Krieg. Sie singt das halbfertige Lied noch am selben Abend vor einem begeisterten, gerührten Publikum. Barbara hat großes Talent. Ihr Text über die blonden Kinder, die Melancholie und die Rosen der Göttinger treibt einem die Tränen in die Augen, ohne jemals kitschig zu sein. Und sogar die Tatsache, dass sie den Vornamen Hans, auf Französisch ausgesprochen Anse, mit France, Frankreich, reimt, lässt man ihr durchgehen. Und ach, ihr französischer Akzent. Wie charmant, wenn sie das Wort Göttingen, Göttingen, ausspricht. Das Lied, das Barbara ein paar Jahre später auch auf Deutsch aufnimmt, ist heute in Frankreich ein Klassiker. Barbara hatte damals, genau ein Jahr nach der Unterzeichnung der Élysée-Verträge, sicher nicht vor, eine Hymne zur deutsch-französischen Aussöhnung zu schreiben. Genau das hat sie aber getan. Pour Göttingen, pour Göttingen.